Hallo schön zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich zeige euch in diesem Video meine Auswahl von den Neuigkeiten vom August-Release von unserer lieben Jutta und JM Kreation und natürlich einige Inspirationen, die ich bis jetzt damit gewerkelt habe. Einiges habt ihr bereits in den Sneak Peek Wochen sozusagen vor dem Release-Veröffentlichung gesehen. Nichtsdestotrotz war ich, würde ich mal sagen, ein wenig fleißig dieses Mal und ich habe wirklich ganz, ganz heiße Neuigkeiten, also kreative Neuigkeiten für euch zu zeigen. Ich hoffe, das eine oder das andere gefällt dem einen von euch. Zu vielen von diesen Sachen, die ich gewerkelt habe, gibt es immer sogenannte Craft with Handcrafts by Melly Videos. Schaut also unbedingt jeden Mittwoch bei mir nach, um zu sehen, wie die jeweiligen kreativen Projekte ich gestaltet habe. Wenn ihr jegliche Fragen haben solltet bezüglich den JM Kreation Produkte oder bezüglich den Neuigkeiten oder irgendwas ist rund um JM Kreation vielleicht unklar, dann nutzt die Kommentarfläche auch. Ich versuche da euch zeitnah eine Rückmeldung zu geben und die Unklarheit schnell zu beseitigen. Apropos möchte ich direkt an dieser Stelle auf etwas hinweisen. Dafür benötige ich direkt mein iPad. Und zwar, wir haben euch letztes Mal auch gezeigt, es gibt seit dem letzten Release sogenannte Kataloge mit den Neuigkeiten sozusagen, wo man ankreuzen kann, ob man das jeweilige Produkt schon hat oder haben möchte und so. Und das werden wir uns gleich nochmal anschauen mit dem aktuellen Release, aber auf eine Sache möchte ich direkt hinweisen und zwar, ihr wisst ihr, wir hatten EC-Mount Lieferprobleme, also schon ein Weilchen war das. Wir möchten uns entschuldigen bei euch allen für diese kleine Unannehmlichkeit, aber für alle war das, würde ich mal sagen, irgendwie ja, eine Zeit zu überbrücken mit anderen Methoden. Nichtsdestotrotz hat Jutta jetzt für wirklich genügend EC-Mount gesorgt und es ist für jeden Stempelmotiv sozusagen wieder EC-Mount vorhanden. Und es gibt jetzt eine Neuigkeit im Shop und zwar, es werden jetzt alle Stempel, die ihr bestellt über die Shop-Seite, mit EC-Mount geliefert, also die sind mit einem passend zugeschnittenen EC-Mount montiert und somit sind sie direkt anwendungsbereit oder ja, die können einfach mal direkt verwendet werden für kreative Projekte. Also die Neuigkeit ist eigentlich direkt hier im Shop hinterlegt, wenn ihr beispielsweise bei den Stempel Motiven seid. Früher war das so, wenn ihr auf irgendein Stempelmotiv drauf geht, hier hatten wir rechts den Auswahlbereich sozusagen zwischen Stempelmotiv mit EC-Mount oder ohne. Jetzt sieht das so aus, dass es hier direkt der EC-Mount-Preis schon mit kalkuliert ist und somit habt ihr da also somit weniger Gefahr, dass ihr das, auch wenn ihr das wollt, dass ihr es vergisst und ja, es ist einfach mal jetzt schon mit dabei. Die liebe Jutta hat sich das so überlegt und hat das so im Shop geändert, weil einfach die Zahlen sprechen für sich allein in dem Sinne. Über 95% der Bestellungen sind immer, also wenn Stempel bestellt werden, werden immer mit EC-Mount gewünscht. Von daher lohnt es sich einfach mal denjenigen von euch mal das Leben, das kreative Leben sozusagen zu erleichtern. So, wir hoffen damit euch geholfen zu haben. Ihr habt jetzt Spaß beim Shoppen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir zurück direkt zu den Neuigkeiten. Was ich hierzu noch an dieser Stelle direkt erwähnen möchte, ihr wisst, wir Mädels aus dem Design-Team von JM Kreation, wir haben sogenannte Affiliate-Links. Diese Affiliate-Links sind
ja, wie soll ich das erklären? Solche Links, die wir euch unter allen unseren Videos und Beiträgen verlinken. Und wenn ihr darüber schaut, erhalten wir eine kleine Provision von der lieben Jutta dafür, dass ihr das gemacht habt. Für euch gibt es keine Unterschiede in dem Sinne, was der Kauf angeht oder was die Preise angeht. Alles bleibt gleich. Wir können nur dann sehen, wie die Resonanz auf unseren Social-Kanäle ist, und daran können wir bemessen, in dem Sinne, ob das, was wir für euch machen, interessant ist, unterhaltsam, ihr habt Spaß dabei oder irgendwas weniger, gefällt euch weniger, etc. So, daher den Appell an dieser Stelle an euch, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt. Wir freuen uns alle darüber, und ja, genau, so unterstützt ihr uns sehr. So, genau, letztes Mal habe ich auch euch hier die Homepage-Seite von JM Kreation gezeigt, und die sogenannten Kataloge findet ihr hier in dem in dem Bereich Aktuelles. Hier seht ihr, wie gesagt, sogenannte mixte Neuigkeiten Reviews mit den ersten kreativen Ideen von uns Mädels aus dem Design-Team. Die seht ihr hier unter diesem einen Bereich. Übrigens, das ist ein kleines Sneak Peek von einer der tollen Karten von unserer lieben Nina, was hier die liebe Jutta ausgesucht hat. Also schaut unbedingt hier rein, wenn ihr Inspiration und erste Anregungen zum neuen Release benötigt. Wir gehen hier erstmal zu den diversen Katalogen. Und ja, ich habe ja nicht das ganze Release geholt, schon einiges Jahr, aber es wäre schön, wenn man alles haben kann. Geht natürlich nicht, aber hier kann man, wie gesagt, durch die Kataloge diese wunderbare Kennung machen. Habe ich, brauche ich, so bleibt man auf der Hut in dem Sinne und weiß man, was man bei der nächsten Bestellung vielleicht noch mit reinpacken möchte oder nicht. Und außerdem ist das schöne Überblick über das, was in einem Release gekommen ist, und so kann man somit auch seine Bastelprodukte zu Hause katalogisieren, indem man einfach diese Blätter ausdruckt und in passende Aufbewahrung einpackt. So, hier haben wir, also das neue Release handelt viel um Thema Herzen, Liebe, Hochzeit, und wo Liebe und Hochzeit aufeinander trifft, kommen dann auch die Babys. Genau, also wir haben hier auch diverse Produkte zum Thema Baby. Ja, was haben wir noch? Wir haben zwei neue Boxen, aber dazu gleich. Also von dieser Seite habe ich einmal dieses ein Stempelset und dieses eine geholt. Mein Stempelset kann ich euch leider wirklich nicht zeigen, was ich mir alles ausgesucht habe. Also weil, ja, zeige ich euch ganz kurz mal wieso, weil wir hatten ja auch Mädels aus dem Design-Team das Problem facen müssen, sozusagen, dass dass nicht genug EC-Mount da war. Daher haben wir auch die Stempel so lose ohne EC-Mount. Meine habe ich, so wie ihr sehen könnt, noch nicht montiert. Ich habe für die Verwendung von meinen Stempelsets, weil ich müsste ja meine erste Inspiration werkeln, habe ich den sogenannten Tag and Peel Tool verwendet, seht ihr bei Minecraft Videos demnächst, und somit war das Problem in dem Sinne gelöst. Aber die Aufbewahrung, also für die Aufbewahrung habe ich mir dann diese Gläser ja, zur Hand genommen, und aktuell liegt das nach den Bereichen so aufgeteilt, also aussortiert, und so, dass
für euch jetzt auszusuchen, was zusammenpasst und was nicht zu den diversen Sets, wäre für mich sehr aufwendig. Daher verzichte ich auf dieses Review. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer und ihr verzeiht mir in dem Sinne. Aber bis ich meine Stempelsets sozusagen nicht schön sortiert habe, kann ich das jetzt ein bisschen sehr schwer machen. Und ich möchte euch ja nichts Falsches sagen, dass irgendein Spruch oder ein Stempelmotiv zu einem anderen Set gehört. Ja, ich möchte euch einfach nicht dadurch verwirren, dass ich verwirrt bin. So, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich hier an Problemen zu facen habe und zu lösen habe, aber das demnächst. So, ich habe erst die erste Seite jetzt von unseren neuen Stempelmotiven gesehen. Hier haben wir die nächsten. Wie gesagt, Thema Baby ist auch vertreten. Hierzu seht ihr auch später ein Beispiel von mir. Zum Beispiel dieses eine Set hier gefällt mir wirklich sehr, sehr schön. Habe ich auch mir geholt für Anfertigung für sogenannte Memory Cards, wenn kleine Babywunder zur Welt kommen. Es ist schön, solche Geschenke mal beispielsweise zu basteln mit dem Gewicht vom Baby, mit der Uhrzeit, wann es zur Welt gekommen ist. Beispielsweise auf diesem Banner könnte man den Namen vom Baby ausstanzen oder reinschreiben, seine Größe und hier beispielsweise auf dem Kalender das Datum eintragen und oben den Monat noch eintragen. Wäre cooles Geschenk, würde ich mal sagen. Und hier passende Sprüche dazu und hier noch noch ein anderes Set mit schöne Babysprüche, wie beispielsweise aus dem Bauch mitten ins Herz. Wenn ich klein bin, gib mir Wurzeln. Wenn ich groß bin, gib mir Flügel. Zu diesem Set habe ich auch eine passende Karte schon gemacht. Seht ihr gleich direkt. So, gehen wir weiter zur nächsten Seite. Hier ein paar diverse Sets zum Thema Hochzeit. Ein großes Ja, hier, ihr sagt Ja heißt dieses Set, dann haben wir hier Tauben und Rosen, dann hier ein anderes Set mit Rosenumpfeil. Ich glaube, mit dem einen von den beiden Sets hat die liebe Cindy schon eine tolle Karte gewerkelt, wenn ich mich nicht irre, ist es dieses eine hier und dann haben wir noch ein Stempelset mit Willkommensprüche auch zum Thema Baby. Zu diesem Stempelset gibt es auch passende Stanzen. Da könnt ihr wirklich wunderschön ausgestanzte mit gestempeltem kombinieren. Das sind immer so Kombinationen, mit denen Handcrafts by Meli liebt zu arbeiten, weil das bewegt sozusagen die Karte in meinen Augen und ich liebe diese Gestaltung von kreativen Projekten. Ich glaube, jetzt bin ich bei Seite 4, wenn ich mich nicht irre. Genau, hier haben wir weitere Sprüche passend zum Thema Hochzeit. Noch ein Set mit Ja-Wort drin. Ihr heiratet und wir gratulieren von Herzen. Dann hier gibt es so ein bisschen Wortspiele, die man mit diesem Stempelset spielen kann sozusagen. Dann haben wir einen Stempelset zur Gratulation von Hochzeitstagen, silberne Hochzeit, goldene Hochzeit oder einfach Hochzeit und zum Hochzeitstag auch gewisse Wortspiele damit kann man machen. Dann haben wir hier dieses eine tolle Set mit Herzhände und mit diesem schnuckeligen Schrift Love. Und etwas, was man zu jeder Zeit während des Jahres, wenn man diverse Karten bastelt, auch ein praktisches Set mit Du bist toll, einmalig, Knaller etc. Tolle Sprüche mit dabei. Genau, was haben wir noch? Ich war jetzt auf Seite 4, jetzt gehe ich zu Seite 3. Ah ja, so. Ihr kennt diese süßen Bärchen bestimmt ganz gut. Viele von uns Mädels haben diverse Karteninspirationen damit schon gezeigt, ich inklusive, beziehungsweise von mir kommen auch noch ein paar weitere Inspirationen damit. Hier haben, also die
Bärenmotiven kennt ihr bestimmt auch schon, aber dazu haben wir auch noch ein anderes neues Bärenpaar im Sortiment. Da sind diese zwei ja, verliebten Bärchen noch mit dazu gekommen. Die liebe Cindy und die liebe Sabine haben dazu bereits tolle Beispiele gezeigt. Schaut unbedingt bei den Mädels, wenn ihr das genauer sehen wollt. Und hier die zwei Mäusekerle, Mäusepaar auch noch, zu der ich gesagt habe, die liebe Nina schon was Tolles gewerkelt hat. So, genau, das war die Seite 3, Seite, ja, keine Ahnung, Seite 2 oder was auch immer. So, neue Seite auf jeden Fall. Die widmen wir eher dem Thema Liebe mehr oder weniger, weil die meisten Stempelset, so wie ich jetzt sehe, zum Thema Liebe passen. Hier zu diesem einen Lovebrief Stempelset gibt es auf jeden Fall eine Knallerkarte, die von unserer lieben Julia demnächst zu sehen ist. Dann haben wir Post für dich mit tolle Sprüche dazu, Zeilen, die von Herzen kommen, 1000 liebe Grüße. Hierzu habe ich auch ein Kärtchen gebastelt, zeige ich euch alles gleich im Einzelnen. Baby-Sprüche in diversen Schriftarten kann man wieder wunderschön verwenden, mit etwas Ausgestanztem oder nur einfach so oder sogar als Hintergründe. Also Ideen gibt es immer unendlich viele. Dann haben wir hier ein Stempelset für immer, ich und du, mit diesem Unendlichzeiten und das Love-Wort drinne. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr. Und noch ein Stempelset haben wir hier. Das, glaube ich, ist es passend für diese Etikettenstanze, die wir auch im Shop haben, wenn ich mich nicht irre, ja, einzulösen ab sofort, gültig für immer, nur für dich. Ich habe gerade an dich gedacht und diese Karte für dich gemacht. Und Gutschein für eine Freundschaft haben wir mit dabei. Und ja, somit sind wir dann also fertig mit den Katalogen zu den Stempelsets. Wie gesagt, ich habe mich für diese Art von Präsentation entschieden, weil ich sonst bestimmt irgendeinen Fehler machen würde, wenn ich euch meine lose Stempelsets, die ich mir gesucht habe, zeigen würde. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Hier könnt ihr noch die Kataloge mit den Stencils euch anschauen. Gehen wir einfach mal die auch einzeln durch. Und dann kann ich euch gleich auch mal zeigen, welche ich mir ausgesucht habe. Und von dieser ersten Seite sehen wir, hier haben wir Zackensterne, dann haben wir Magnolien, haben wir Babyfüße, kann man mit den anderen Stempelsets und die Stanzen, die ich euch noch zeigen werde, wunderschön kombinieren. Und dann haben wir hier einen neuen Stencil mit Wolken und Gras für Szenengestaltung. Von dieser Seite habe ich mir einmal die Babyfüße genommen und genau, ich zeige euch einmal mal den Stencil. Der ist in diese A5 Größe, hat sich die liebe Jutta letztens dafür entschieden, dass das irgendwie als eine praktischere Form sich ergeben hat. Daher sind jetzt alle neuen Stencils in A5 erhältlich. Also einmal dieses ein Stempelset und einmal diese Szenengestaltung mit den Wolken. Den habe ich auch noch mir ausgesucht dieses Mal. Hierzu möchte ich noch was kurz erwähnen. Wenn ihr diese Stencil bestellt, der kommt bei euch so, ja, also so nicht ausgeschnitten in dem Sinne. Ihr kriegt ihn, Och, Moment, wie passt das denn so zusammen? Also, ja, genau. So, wenn ihr das bestellt, kommt das so nicht voneinander abgetrennt bei euch. Sprich, wenn ihr euch entscheidet, wie ihr das verwenden wollt, beziehungsweise ob ihr das voneinander abmachen wollt. Die liebe Jutta hat in ihrem Video gezeigt, dass man die einzelnen
ja, diese Stencil auch in dem Sinne so verwenden kann, indem man einfach hier den Kartenaufleger beispielsweise einfach mal hier dazwischen reinschiebt, und man braucht das nicht abzutrennen, weil wenn man das komplett voneinander abtrennen würde, kann man die auch verlieren, wenn man keine passende Aufbewahrung hat. Ich habe mich für meine Aufbewahrung mit sogenannten Folien, also Etuis, ich weiß nicht, wie genau das heißt in dem Moment. Und ich bewahre alles so auf, so dass ich nichts verliere. Aber vielleicht machen das einige von euch anders. Und somit wollten wir einfach mal die Aufbewahrung in dem Sinne für diejenigen von euch, die das so machen würden oder eben nicht, erleichtern. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Wenn nicht, entschuldigt mich bitte an dieser Stelle. Also die zwei Stempelsets habe ich mir von dieser Seite, nicht Stempelsets, Stencils. Gehen wir mal weiter zu den nächsten Stencils. Hier haben wir direkt einen weiteren Szenen-Stencil, eine Landschaft kann man damit kreieren. Hier haben wir Berge, dann diverse Wege sozusagen. Von dieser Seite habe ich mir alle drei bis auf die Landschaftsstencil ausgesucht. Hier haben wir die Herzchen durcheinander einmal. Dann habe ich einmal die Luftschlangen. Moment. Die Luftschlangen habe ich. Wieso kommen die nicht raus? Die wollen einfach nicht gezeigt werden. Wieso? Moment, es hackt hier. So, einmal die Luftschlangen. Und einmal diese Kreisranken. Damit habe ich bis jetzt noch nichts gewerkelt, aber das ändert sich ganz bald, weil damit habe ich vor, sogenannte Kränze zu Weihnachten auf meine Kärtchen zu designen. Und wenn es soweit ist, dann nehme ich euch auf jeden Fall mal mit. Bleibt auf jeden Fall dran. Und ich glaube, es gibt noch ein Stencil, was ich mir ausgesucht habe, und somit die letzte Seite, zwei habe ich noch. Genau, also das ist die letzte Seite zum Stencil-Katalog. Einmal Dierrahmen, den habe ich mir ausgesucht. Einmal, die Dierrahmen. Und einmal herzlichen Glückwunsch in diesen diversen Größen Sprüchen. Der sieht dann so aus. Und die weiteren und letzten zwei Stencil aus diesem Release haben wir hier mit Konfetti länglich. Den kann man wirklich wunderschön kombinieren mit den Luftschlangen. Übrigens ist mir später aufgefallen, aber man kann ja nicht alles haben. Und hier noch einen weiteren Stencil mit Herzen, also Herzvarianten, kann man wunderschön zu den Themen Hochzeit und was weiß ich, Valentinstag etc. Kombinieren und gestalten. So, damit sind wir auch fertig mit den Stencils, und jetzt kommen wir endlich zu den Stanzen. Ich räume mal schnell hier auf. Ich schiebe mal mein iPad kurz mal zur Seite, und ich zeige euch einfach mal, was ich mir ausgesucht habe, eins nach dem anderen. So, hier fangen wir mit der ersten Seite von unseren Stanzenkataloge. Wie gesagt, wir haben auch passende Stanzschablonen zum Thema Hochzeit. Wir haben das Ja-Wort in diese zwei Ausführungen. Das, was ich mir ausgesucht habe, ist das große Ja-Stanzwort. In dem Sinne, das ist ja ein bisschen größer als das hier. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, um wie viel genau ist es größer oder kleiner. Falls euch das interessiert, kann ich mal bei der lieben Jutta nachfragen und in Erfahrung bringen. Was habe ich mir noch ausgesucht von dieser Seite? Dann habe ich hier die Herzfontäne und die die Büttenrandkreise. Hier seht ihr die erstmal nicht, weil ich das so sortiert habe. Bei mir, ich habe erstmal hier die Wortstanzen und gleich zeige ich euch, machen wir mal anders. Ich schiebe mal den Katalog mal zur Seite und ich zeige euch einfach mal, was ich mir ausgesucht habe von den
von den Stanzenneuigkeiten. Wenn euch alles, wenn ihr euch den ganzen neuen Stanzenbestand anschauen wollt, schaut euch einfach mal hier auf unserer Homepage-Seite unter den aktuelles Bereich und dann hier die jeweiligen Kataloge. Und somit befreie ich mich erstmal von der Anwesenheit von diesem wunderschönen Zeug, was grundsätzlich meine Arbeit erleichtert, aber jetzt eben nicht. So, ja. Das bewege ich erstmal kurz zur Seite. Es tut mir leid für diese Verwirrung, aber heute ist ein bisschen so ein Tag. Ja, so, hier diese neue Stanzen wollte ich euch eigentlich als erste zeigen. Aber durch meine Verwirrung und etc. Kam das nicht zustande. Ich habe meine Stanzschablonen schon auf diese A4 Magnetplatten positioniert. Und somit sind die im Vergleich zu meinen neuen Stempelsets schon organisiert. Hier habe ich mir eine unserer neuen Stanzschablonen ausgesucht, eine neue DIN-Lang-Format mit einer Mini-Slimline inklusive und ein Flugzeug und diese gestitchte Herzlinie. Das ist DIN-Lang-Flugzeug mit dem Artikel Nummer 530. Was wir Neues haben, wie gesagt, passende Stempelsets, brauchen auch passende Stanzschablonen. Thema Babybody an Leine. Seht ihr hier, wir haben den Spruch Hello Baby mit ein paar Wäscheklammern, ein Schnulli und ein paar Schleifen, Herzchen, Sterne und ein Babybody. Die Babys laufen ja nicht nur mit Babybodies rum, sondern sie brauchen auch passende süße Klamottchen. Und die liebe Jutta hat zu diesem Anlass auch zwei Sets Babybekleidung oder Babykleidung entworfen. Einmal für einen süßen Jungen und einmal für ein süßes Mädchen. Hiermit habe ich auch schon entsprechende Kartendesigns schon gebastelt. Seht ihr gleich, was ich damit Kreatives gemacht habe. Gehen wir zu den nächsten Stanzschablonen, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar, das sind dann die drei Stück hier. Die sehen auf jeden Fall mehr aus, sind aber drei Set. Und zum einen haben wir einen neuen A6-Aufleger, Herzen. Den haben wir Mädels auch schon auf diversen Kärtchen euch gezeigt. Aber wie gesagt, es kommen wirklich ganz, ganz tolle Inspirationen bei uns allen noch die nächsten Wochen und Tagen etc. Schaut unbedingt euch unsere Werke. Genau. Hier sehe ich es wirklich ganz, ganz praktisch, weil man kann alle von diesen drei Teilen, die in diesem einen Set vorhanden sind, auch separat nutzen. Und zum anderen, mit diesem einen süßen Herz kann man sogenannte Schüttelkarten basteln. Ich glaube, die liebe Cindy hat das so verbastelt. Ich hoffe, ich irre mich nicht, aber schaut bei ihr mal nach, wenn ihr Interesse habt an solche Schüttelkarten. Inspiration. Hier haben wir eine neue Büttenrandkreisstanze mit mehreren Kreisen in diversen Größen mit dabei. Lass mich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stanzen haben wir damit. Ich habe auch schon was damit gewerkelt, seht ihr gleich zum Schluss von diesem Video. Und hier kommen wir zum unseren ersten Box in diesem Release, Box mit Bogendeckel. Das Besondere an diesem Stanzschablonen-Set ist das Folgende: Ihr kriegt, ihr holt euch ein Stanzschablonen-Set, aber ihr könnt damit zwei unterschiedliche Größen an Boxen basteln, und dafür braucht ihr wenn ihr die große Box basteln wollt, dann braucht ihr diese eine Stanze zu nutzen, und zwar viermal braucht ihr das ausgestanzte davon, und wenn ihr die kleinere Variante von diesem Box
werken wollt, dann nutzt ihr einfach diese eine kleinere Stanze. Das hier ist der Boden und der Rest sind sozusagen die, Details, mit denen man eine Karte so schön noch verzieren kann. Genau. Dazu habe ich auch was Passendes heute gewerkelt. Leider aber nur die eine Box ist hier bei mir geblieben, weil die erste ich bereits verschenkt habe. Gehen wir mal weiter zu den nächsten Standschablonen, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar hier sind die. Und direkt möchte ich euch auf die zweite Box in diesem Release hinweisen. Und zwar, das ist hier die eine Herzverschlussbox mit der Artikelnummer 539. Zu dieser Box habe ich auch was gebastelt. Leider ist nicht mehr hier, weil ebenso schon verschenkt. Dazu habe ich auch schon ein passendes Kraftvideo gemacht. Das kommt auch die nächsten Wochen. Wann genau, habe ich mich noch nicht entschieden, wann was zu posten. Also wenn ihr da bestimmte Sachen zuerst sehen wollt oder so, dann könnt ihr das auch in den Kommentaren zu diesem Video schreiben. Dann kann ich das vorziehen und entsprechend nach hinten ziehen. Ihr wisst genau, was ich meine. Also diese eine Box haben wir, die hat zwei unterschiedliche Verschlüsse, obwohl sie Herzverschlussbox heißt. Hier könnt ihr zur Abwechslung auch mal den Kreis nehmen und dann hat die Box mal einen Herzverschluss. Und zu dem Herzverschluss gibt es ja eine Besonderheit, die ich dann in meinem Video erkläre. Und zwar, das ist einfach mal die Positionierung von dem jeweiligen Herz, so dass das, was ihr dann drin verschenkt, nicht einfach ausfällt, wenn derjenige Beschenkte die Box aufmacht. Aber dazu mehr in meinem Video. Hier seht ihr auch schon andere Standschablonen. Wie gesagt, Thema Herzen. Die drei Artikel hier, übrigens die Herzfontäne, gibt es jetzt auch Sternefontäne. Und dazu, also die Sternfontäne habe ich mir leider nicht geholt, aber zu diesem Muster gibt es auch passende Stencils. Die kombinieren sich wirklich wunderbar miteinander. Genau. Und hier haben wir noch zwei Herzen mit unterschiedlichen Effekten sozusagen. Einmal haben wir diese zwei Herzstandschablonen gestitcht. Also einmal auf der Innenseite und einmal auf der Außenseite. Sozusagen könnt ihr damit automatisch auch direkt sogenannte Schüttelkarten basteln. Und dann haben wir hier passende Herzrahmen dazu. Passend in dem Sinne, weil wenn man die zwei Standschablonen übereinander legen würde, also sowohl das größere Herz als auch das kleinere dazu, sie ergänzen sich wunderschön und den Herzrahmen kann man tatsächlich als Herzrahmen zu diesem einen Herzen verwenden. So, die jeweiligen Artikelnummer seht ihr hier, die 541 und die 542. Übrigens, ich werde euch direkt die Neuigkeiten zu diesem Video auch verlinken im Anschluss zu diesem Video und beziehungsweise unten in der Infobox zu diesem Video, sodass ihr einfach direkt zu den Neuigkeiten gelangen könnt. Eine Sache habe ich vergessen hier noch zu erwähnen, und zwar auf diesem ersten Bogen, was ich euch gezeigt habe. Und zwar, hier haben wir Doppelherzlinien, die kann man sowohl für DIN-Langkarten und für A6-Karten verwenden und die verleihen wirklich einen sehr edle Optik von diversen Kärtchen. So, was habe ich jetzt hier noch? Moment, ich möchte euch ja nichts unterschlagen, und zwar hier nehme ich jetzt den ersten Bogen, den ich euch als allererstes gezeigt habe. Der ist jetzt nicht komplett voll. Nichtsdestotrotz gibt es hier wunderschöne Sachen noch zu zeigen, und zwar Herz in Rahmen rund. Dazu gibt es auch eine Quadratstanze. Die zwei, also die Herzstanze habe ich mir mit dem Quadrat habe ich mir nicht geholt, könnt ihr aber auf dem Katalog später noch entdecken. Und die jeweiligen zwei Standschablonen kann man wunderschön mit den jeweiligen Stempelsets mit demselben Motiv kombinieren.
Ich habe das nämlich gemacht, als ich die Gestaltung von dieser eine Verschlussbox gemacht habe. Schaut euch einfach mal das Video an, was ich dazu gewerkelt habe. Genau, das Ja-Wort habe ich euch auch direkt mal am Anfang gezeigt. Die Artikelnummer ist die 551. Das ist, wie gesagt, die größere Standschablone damit. Es gibt noch eine andere mit einem anderen Schriftzug. Dazu mehr im Shop. Und wenn ihr die genaue Größe, wie gesagt, wissen wollt von der anderen Standschablone, kann ich das auch für euch dann erfragen. Diese eine Standschablone hat ungefähr die Länge 9 cm. Also die Höhe sozusagen, und die Breite ist dann ungefähr 7,5. So, also ihr könnt euch auch vorstellen, wie groß das ist, so ungefähr. Damit habe ich jetzt auch noch ein Kärtchen gebastelt. Seht ihr gleich auch im Anschluss noch. Und hier die letzten drei Standschablonen aus diesem Release, welche ich mir ausgesucht habe. Einmal den Spruch beste Freunde für immer. Dann eine dicke Umarmung und zur Hochzeit. Das lässt sich auch wunderschön mit den Stempelsets zum Thema Hochzeit kombinieren. Wie gesagt, ich liebe es zu kombinieren, Gestanztes mit Gestempeltem. Daher die Auswahl für muss mit dabei geholt werden. Und hier bei diesen zwei Standschablonen haben wir jeweils das Wort Umarmung und Freunde, diese geschnörkelte Schrift von unserer lieben Jutta, und die Wörter Beste für immer und eine dicke werden in das jeweilige Papierstückchen oder Cardstockstück reingeprägt. So. Somit bin ich fertig für heute mit dem Vorzeigen von meinen Neuigkeiten, die ich mir ausgesucht habe aus diesem Release. Ich möchte euch jetzt auf die Schnelle noch meine Kartenbeispiele damit zeigen. Und zwar, ich möchte mit dem Babycard anfangen. Hier seht ihr den Babystencil einmal in Verwendung, dieses eine Babyset mit dem Storch. Leider der Storch selbst hat nicht drauf gepasst. Dann die Baby Standschablone mit dem Schnulli und mit den Wäscheklammern. Moment, jemand klingelt. So, bei mir war wieder der Postbote zu Besuch da. Ich freue mich, aber ja, wäre ein bisschen praktischer, wenn er nach meinem Videoaufnahme gedrückt hätte, die Klingel. Aber naja, so, genau. Hier seht ihr auch einen von den Sprüchen zu den Babysets, was ich verwendet habe, aus dem Bauch mitten ins Herz. Und den Hintergrund habe ich mit dem jeweiligen Storch-Stempelset selbst designt und mit meinen Copics koloriert. Dazu kommt auch ein Craft with Huntress by Meli Video. So, eine weitere Karte ist diese eine hier mit dem süßen Bärmädchen mit dem Spruch eine dicke Umarmung. Die Herzrahmen-Standschablone habe ich verwendet und den Aufleger mit den Herzen. Eine weitere Babykarte zum einem Mädchen habe ich dann hier mitgewerkelt. Mit den Babyklamotten für Mädchen. Hier seht ihr wieder den Herzrahmen in Verwendung und denselben Spruch. Übrigens, dass ich mich für denselben Spruch entschieden habe, ist mir gar nicht aufgefallen. Erst jetzt sehe ich das. Aber ja, am liebsten hätte ich einen anderen Set verwendet, sodass ich euch auch einen anderen zeige. Aber ist halt so passiert. Nichtsdestotrotz, die Karte ist meiner Meinung nach weiterhin schön. Eine weitere Babykarte habe ich auch noch gewerkelt. Passend zu einem Mädchen müsste es auch eine passende Karte zu einem süßen Jungen geben. Willkommen, kleiner Windelheld. Und hier habe ich die Kleidung für einen Jungen verwendet. So, und wo es auch schon Babys gibt, gab es vielleicht davor auch schon eine Hochzeit oder kommt noch im Nachhinein. Ja, moderne Zeiten, ihr wisst, wie es ist. Also eine Hochzeitskarte habe ich gebastelt mit dem großen Ja-Wort.
habe ich ausgestanzt und hier den Brieflauf-Stempelset und wieder den Kartenaufleger A6 mit Herzen am Rand. Und nun kommen wir wieder zurück zu den Bärenkarten. Wie gesagt, die sind bei mir voll und ganz dieses Mal vertreten. Haben wir hier den süßen Bär mit Herz in den Händen, den guten Spruchzeilen, die von Herzen kommen. Den Stencil habe ich hier verwendet mit den Herzen durcheinander und die Kreise mit den Blütenrand. Genau, und eine weitere Karte mit einem Bär in DIN-Lang-Format habt ihr bestimmt schon gesehen, weil die habe ich, glaube ich, als erste gepostet, als kleines Sneak Peek zu diesem Release. Hier bin ich ein bisschen anderweitig sozusagen kreativ geworden, indem ich einfach diese einen Reagenzglas auf die DIN-Lang-Karte positioniert habe. Und hier habe ich den neuen DIN-Lang-Aufleger mit den Quadraten am Rand verwendet. Ja, und somit bin ich fertig mit den Karten, die ich gewerkelt habe zu diesem Release. Was ich euch noch zeigen möchte, ist diese eine Bogendeckel-Box. Das ist die kleinere Variante, die man mit der Stanze im Set werkeln kann. Ich habe übrigens in meinem Craft-Video das größere Box verwerkelt. Wenn euch das interessiert, schaut unbedingt auf meinem Channel die nächsten Wochen nach. Da erkläre ich es, wie sich diese Box zusammensetzt. Und natürlich seht ihr, wie ich sie designt habe sozusagen. Ja, und damit bin ich für heute fertig. Ich hoffe, mein Release-Review hat euch gefallen. Gleich im Anschluss von diesem Teil gibt es diese mit Musik hinterlegte Review von meinen kreativen Werken dazu. Ich wünsche euch auch dabei viel Spaß. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr rübergeschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, nutzt meinen Affiliate-Link unter diesem Video. Da, wenn ihr das macht, ich erhalte nur eine kleine Provision von der lieben Jutta. Ansonsten für euch gibt es keine Nachteile und der Preis bleibt immer gleich. Also ihr unterstützt uns nur dadurch, wenn ihr das bei uns Mädels aus dem Design-Team macht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr rübergeschaut habt. Wünsche euch viel Spaß mit den Neuigkeiten, die wir im Shop für euch vorbereitet haben. Gebt uns euer Feedback und zeigt uns auf jeden Fall eure Werke damit. Immerhin, das kreative Prozess ist ein Ansteckungsprozess in dem Sinne, hin und zurück. Und wir freuen uns, von euch angesteckt und inspiriert zu werden. Bleibt mir gesund und kreativ und bis zum nächsten Mal. Liebe und kreative Grüße, eure Melli. Ciao, ciao.